meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Gleich geht's los nach dem Intro. Ja, ihr seht's richtig, es könnte jeden Moment im Nassen geben. Irgendwie zieht sich die Wolkendecke mal weiter zu. Es war normalerweise, hatte ich auch ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwie heute eine Runde zu fahren. Wir haben heute Morgen den ganzen Vormittag, ist jetzt gerade Wochenende, Gartenarbeit gemacht. Irgendwie war ich so platt und fertig danach. Ich hatte keinen Bock auf nichts. Aber dann haben wir eine Gruppe, haben dann welche geschrieben, wollen wir sich kurz treffen, und dachte ich, na gut, dann schaust du mal kurz mit vorbei. Jetzt bin ich mal gleich gespannt, wer alles gleich da ist von den Gauben. So, ein paar Quatsch stehen da hinten schon. Ich bin nicht der Erste, oder? Oh, Timmy hat seine Z hier. Na, gucken wir sie gleich mal an. Hier sehen wir unseren Knight Rider. Nee, der bleibt nicht stehen. Ich wollte deine Lampen sehen. Hier, Knight Rider. So geil aus, dieses Teil. Das baue ich noch an meiner Karre, so rundherum, dass das Licht einmal so im Kreis rumläuft. Shade! Nur Bekloppte unterwegs. Alle fahren so Quatsch. Wohl seine Handschuhchen verloren, wa? Jetzt habe ich daran gewöhnt, hier mit dem Fahrwerk hier, wie dies zu fahren. Ist ja jetzt wieder ein bisschen tiefer. Läuft. Also diese langsameren Wheelies kann man echt geiler fahren mit einer längeren Übersetzung als mit der ganz kurzen. Da schnellst du zu schnell immer hin und her. Das ist auch immer, wenn ich meine, die Wheelies mache, wo ich die Füße nach vorne mache und ich habe den auf der Stellung hier, also hier ist ja aus, an und dann mit an mit Licht. Wenn ich den so lasse und mache meine Füße hier so drüber, passiert jetzt wohl ganz oft, dass wenn ich das Bein zu weit runter drücke, dass ich immer beim Wheelie dann die Karre ausmache, was mal scheiße ist, wenn sie so ruckartig dann runter geht. Da hinten sieht es aber nicht düster aus, obwohl der Wind kommt von da, also bleibt es vielleicht doch noch trocken. Willi mit 0 km/h, könnt ihr sehen? Ja, wieder, wenn die Fragen kommen, wo der Tacho ist, da sitzt er. Da, könnt ihr sehen? Der zeigt jetzt 0 km/h an, weil der Tachosensor bei mir vorne verbaut ist. Das ist der ganze Trick. Oh. Da wird hier Willi getestet. Grizzly, und gerade hat das schon sehr geil geklappt.
So, jetzt Gewicht nach hinten und. Ich würde sagen, bei beiden fehlt noch der innere Schweinehund. Die Karren scheint es auf jeden Fall beide locker zu packen. Das ist jetzt mal die Kameraperspektive durch die Nerfbar durch, glaube ich zumindest, ob ihr das jetzt so sehen könnt. Das ist immer so das einzig Doofe, ich bin ja nicht gerade so der Riese, wenn ich drauf sitze und mache den Wheelie im Sitzen, dann muss ich mir mal irgendeinen Punkt suchen, wo ich durchgucken kann. Attila? Achso, rutschig, ja, rutschig ist es. Mal sieh mal vorbei hier. Tim seiner LTZ. Geiles Teil. Gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. So, weil ich so sitze, kann ich nicht drüber gucken, kann ich immer nur so links oder rechts oder mich halt hinstellen, um dann was zu sehen. Nehmen wir schon wieder direkt da hinten. Vor allem, ich habe auch endlich neue Stuntschuhe gegönnt. Ja! Die anderen waren schon ein bisschen durchgelatscht. Na, oh, zu lang. Stehen bleiben im Willi, das muss ich erstmal wieder üben. Das haut nicht mehr so ganz hin. Hat wieder Potenzial nach oben, zu lange nicht gemacht. Das sah schon ganz geil aus mit deinen Willis. Aber ist noch der innere Schweinehund, ne? Ich hab zu Tim gesagt, man muss die dicken Eier dafür haben, wie Basti. Ja. Ja genau, und dann klebe ich die alte 19er drauf und kratze die schon ab. Ey, du kannst keine alte 19-Jährige da drauf kleben. Das ist illegal in Deutschland. Ja, die Kamera. immer aufregend, wenn so viele Quads hier sind. Muss man immer in alle Richtungen gucken, wenn man hier übt. Doof ist, dass hier durch diese Bauarbeiten die Straße so blöd versandet ist, dass wenn man jetzt hochbeschleunigt für den Wheelie, hat ein Reifen meistens mal so ein bisschen weniger Grip und dreht durch oder halt auch beide, dass die Karre so ein bisschen schräg kommt und dadurch fährt man den Wheelie dann halt nicht so in die Richtung, wie man es eigentlich geplant hat. Oh, Nils fährt LTZ. Dazu muss man wissen, Nils ist normal Automatikfahrer. Er hatte gerade noch erzählt, dass er vor kurzem das allererste Mal überhaupt einen Schalter gefahren ist. Dafür geht er gut ab, der Junge. Ist quasi die gleiche wie die hier, nur ist das allerletzte Baujahr. Ist das mir eine 2014er? Da wurde ja die Produktion eingestellt von den Zetten. Also hat er quasi das letzte seiner Rad. Gucken wir uns hier gleich mal einen Vergleich an. Ich habe ja jetzt die Federn drin, die tieferen, und er die originalen. Wieso der Höhenunterschied ist. Wow. Das müssen wir nebeneinander stellen, wenn er sie jetzt hier stehen ist und nicht weiterfährt. So, hier sehen wir, obwohl bei mir ist das Fahrwerk natürlich jetzt komplett hochgeschraubt. Man sieht ja hier die, ich habe es ja hier abgeklebt, das Gewinde, damit da kein Dreck rankommt. Normalerweise, das ist jetzt die höchste Stellung quasi vom Tieferlegungsfahrwerk.
und er hat die flachste Stellung vom Serien. Also man sieht schon, ne, hier ist jetzt die höchste mit KW und die niedrigste mit Serie. Das ist schon ein geiler Unterschied. Schick die beiden mal. Auch von hinten sieht man, das ist der Arsch hier. Ich weiß gar nicht, ob das aus der Kameraperspektive so auffällt. Auch die Reifen sieht man mir eine ganze Ecke kleiner, obwohl es genau die gleiche Reifengröße ist. Heftig, heftig. Meine ist aus, seine noch nicht. Weißt du, was wir jetzt machen? Dann machen wir ein Foto für Instagram. So, ich bin jetzt hier gerade noch der Letzte. Wir haben ja gerade noch schön mit der Grizzly Willy Versuche gemacht. Das hat auch ganz geil geklappt. Ich habe es auch ziemlich hoch gekriegt und ein paar Meter im Willy gefahren. Ich glaube, es ist nicht auf Aufwand. Also wenn, dann ist es, was ich gerade jetzt eingespielt habe, ist quasi dann so die Sicht aus dem Handy von Nils. Wo wir einfach nochmal ausprobiert haben, wie einfach das mit der SVD zu fahren. Es geht echt sehr, sehr einfach mit der Grizzly VD zu fahren. Und ich weiß auch nicht, wie viel jetzt davor gerade abgerissen ist, weil irgendwie hing die GoPro gerade. Ich hatte die ganze Zeit nur Hero im Display drin stehen und es ging gar nichts. Ich musste jetzt also wirklich kalt den Akku entfernen und ja, alles abbrechen. Ich hoffe, dass das hier jetzt nochmal am Schluss mit aufgenommen hat. So, aber jetzt beenden wir das Video erstmal ganz klassisch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten, ciao und haut rein mit Toxic Time.